Today in California, we can see the wildfires happening just around the corner. Wildfires that are being intensified by the climate crisis. But it's not just here. Everywhere around the world, we can see these horrible environmental feedbacks that countless of people are suffering. Heute sehen wir in Kalifornien die Waldbrände gleich in der Nachbarschaft. Sie werden von der Klimakrise intensiviert. Nicht nur hier, sondern überall in der Welt sehen wir schreckliche Umweltkatastrophen. Wir können nicht mehr wegsehen. And we cannot continue to look away from this crisis anymore. Sagt Greta Thunberg bei einer Veranstaltung in Los Angeles. Arnold Schwarzenegger postet, es war fantastisch, meine Freundin und eine meiner Heldinnen, Greta Thunberg, zu sehen und eine Radtour durch Santa Monica zu unternehmen. Derart begeistert schwärmt Arnold Schwarzenegger auf Instagram über die 16-jährige Klimaschützerin. Arnie postet auf Instagram gleich mehrere Fotos mit Greta, eines sogar zusammen mit seiner Tochter Christina. Dazu postet er, ich war so begeistert, sie meiner Tochter Christina vorzustellen, inspiriere uns weiter, Greta. Mit seiner Begeisterung für die Schwedin steht er im Moment nicht alleine da. Auch Jane Fonda und Leonardo DiCaprio sind Fans. Letzterer hat sich vor wenigen Tagen äußerst hymnisch über die junge Schwedin geäußert. Nur selten in der Geschichte ertönt eine Stimme so sehr zum richtigen Zeitpunkt. Es war mir eine Ehre, mit Greta zu verbringen, sagt er. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sucht übrigens immer noch weiter nach einer Möglichkeit, aus Nordamerika rechtzeitig zur Weltklimakonferenz nach Madrid zu gelangen. Die 16-Jährige erwägt derzeit verschiedene Optionen, bestätigt ist aber noch nichts. Eine Reise per Flugzeug, das ist für sie definitiv ausgeschlossen. Wegen der hohen CO2-Emissionen bei Flugreisen fliegt Thunberg generell nicht. Damit bleibt ihr im Grunde nur die Überfahrt per Schiff von der US-Ostküste aus und die Zeit drängt da schon. Eigentlich sollte die Weltklimakonferenz diesmal ja in Santiago de Chile stattfinden. Allerdings ist sie verlegt worden, und zwar nach Madrid. Grund dafür sind die heftigen sozialen Proteste im Land. Spanien springt als Gastgeber hier ein. Das Spitzentreffen soll jetzt vom 2. Dezember an in Madrid abgehalten werden. Thunberg will trotz des Ortswechsels mit dabei sein bei der wichtigen Konferenz. Bis dahin hat sie aber nur noch 4 Wochen Zeit, um aus den USA auf ihren Heimatkontinent zurückzukehren. Zuletzt war die Aktivistin am vergangenen Freitag in der US-Westküstenmetropole Los Angeles, um dort gemeinsam mit anderen für einen beherzten Kampf für einen stärkeren Klimaschutz zu protestieren. Unter anderem hat sie sich dabei auch eben mit Leonardo DiCaprio getroffen, der sich ebenfalls seit längerem für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzt.